Ja. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einem neuen angezockt Video. Ach, das ist Musik in meinen Ohren. Star Wars Squadrons. Ja, leider ein IA-Spiel. Eins, was ich mir jetzt mal wieder gegönnt habe. Ich finde, die machen jetzt nicht so gute Lizenzumsetzungen, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben endlich mal wieder ein Spiel mit Raumschiffen, die wir steuern können. Und nicht so ein Piss wie bei Battlefront 2, wo man quasi eine Anvisiertaste hat, die man drückt und dann automatisch trifft. Das ist irgendwie kacke. Aber viele Leute fanden es halt toll. Vielleicht haben sie es auch später geändert gehabt. Ich habe es nur am Anfang gespielt und gleich wieder weg damit. So. Nach Alderaan zerstört wurde, kämpfen die Pilotinnen und Piloten der Rebellenallianz für die Freiheit der Galaxis. So ein Scheiß. Indes setzen furchtlose TIE-Piloten den Willen des galaktischen Imperiums durch. Naja, im alten Lore war das ja so, dass es dann quasi sich ja verschiedenste Generäle vom Imperium quasi abgesetzt haben und ihr eigenes Reich gegründet haben. So, passe deinen Charakter an. Wir spielen die Guten. Anpassen. Gesicht sieht ganz nett aus. Augen waren gerade komisch. Ein Typ. Ach, bei dem war ich gerade am Überlegen, ob das ein Mädchen ist oder so, weil wir gerade die Mädchengesichter hatten. Die Frauengesichter, Entschuldigung. Wie kann ich denn da was anpassen hier? Schön blass. Ach, da ist wieder ein Kerl dabei. Mensch, ich wäre schon fast wieder reingefallen. Mhm. Cool. Passt das Aussehen deines Charakters an? Ja, würde ich machen. Ich bin eine unvorhergesehene Variable. Oh. Wir werden der Galaxis Ordnung bringen. Wenn Sie einen Kampf wollen. Oh Gott. Wenn Sie einen Kampf wollen, dann werden Sie ihn auch bekommen. Wir nehmen den Soldat. Ich mach Sie fertig. Der Sieg gehört mir. Wenn Sie. Ich werde Sie fertig machen. Ah, das ist doch eher was für mich. Aber merke. Das Beste für dich. Heinrich Obi. Heinrich Obi Wan. kann man. Ja, Enter drücken. Den Namen nehme ich jetzt. Ich hätte jetzt eigentlich mehr gedacht, dass ich irgendwie. Mehr kann ich nicht anpassen? Haare oder so? Oder gibt es da noch mehr? Ich werde sie fertig machen. Hm, okay, machen wir sie fertig. So. Rebellen. Hm. Passen wir kurz Rebellen an. Oh, da gibt's jetzt da gibt's andere Gesichter. Ich find's absolut rassistisch. Es gibt keine Aliens. Ich hätte jetzt gerne so einen Aquarianer gehabt oder einen Wookie. Jetzt habe ich hier scheiß Menschen. Was soll ich mit Menschen? Ist das ein Weißer? Nee, ne? Ich fühle mich hier gar nicht repräsentiert. Wo bin ich denn hier? Hm. Er sieht schon ein bisschen aus wie so ein Aquarianer. Der hat einen Bart, der geht Richtung Wookie. Komm, hier nehmen wir mal eine Frau. Oh ne, Arigato. Den nehmen wir, der ist cool. Wir schaffen das. Du freust dich wohl, mich zu sehen. Bereit, wenn du es bist. Ach, hier gibt's wieder andere Töne. Veteran macht. Geh mal
muss es tun. Aber warum ich? Ja, die Rebellen sind ja alles... Ich werde uns nicht enttäuschen. Sind ja alles hier so... Ich habe schon schlechtere Ideen gehört. Ja, Ace Asaman kann da bleiben. Wohl, der hätte Heinrich Obi-Wan heißen müssen und der, keine Ahnung, Sis Heinrich, egal. Lassen wir so. Und was kann ich jetzt machen? Annehmen. Nur Cockpit zeigen oder Standard? Empfohlen. Diese Einstellung wird... Hat Elemente... Verschiedene helfen, Erweiterung. Das kann man hoffentlich später nochmal ändern, oder? Wir spielen erstmal den Story-Modus, Standardflug. Für alle, die die Handlung und Aufregung des Weltraumkampfes ohne eine große Herausforderung erleben wollen, die Gegner sind weniger gefährlich. Ach so. Na, machen wir erstmal Standard. Akzeptieren und starten. Bist du bereit, die Einzelspielermission zu beginnen? Ja, komm, mach. Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. Ich habe Jahre auf so ein Spiel gewartet von Star Wars. Jahre, ich bin bereit. Bereiter als bereit. Ach. Es war einmal vor langer Zeit in einer Welt weit, weit weg oder so. Oh. Alderaan hat die Vernichtung gewählt. Sie haben Rebellion und Anarchie entfacht. Oh. Und den Preis dafür bezahlt. Die Überlebenden verbreiten weiterhin Unruhe. Ja, scheiß Terroristen. Findet sie. Ruht nicht, bis die Zerstörung Alderaans abgeschlossen ist. Ja, Lord Vader. Wir töten die Terroristen. Nichts anderes sind die ja. Ah, ich liebe die Musik. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe gerade ein Grinsen. Lord Vaders Befehle sind eindeutig. Sind sie? Ja, die Überreste Alderaans auslöschen. Wie? Die Überlebenden sind doch untergetaucht. Angeblich befindet sich ein alderanischer Konvoi auf dem Weg nach Foster Haven. Sie locken sie raus und geben ihnen den Rest. Ist das verständlich, Captain? Natürlich, Commodore Sloan. Kein Problem. Treten. Hä, jetzt spielen wir den Typen oder was? Wozu habe ich mir jetzt einen Charakter gemacht? Captain Jace. Alles bereit, Lieutenant Carroll? Die Staffel ist unterwegs. Sie brennen darauf, Lord Vaders Befehl. Oh, schwarze R2-D2s. Und Sie? Sie wollen Flüchtlinge töten, deren Welt wir zerstört haben. Während des Iskallon-Aufstands brachten Sie mir bei, Propaganda zu ignorieren. Es sind Verräter und keine Flüchtlinge und so werden wir sie auch behandeln. Die übliche Sigma-9-Konfiguration wurde vorbereitet. Nur Standard-Teils heute. Fliegen nach alter Schule, Sir. Vielleicht wird es ja doch noch eine Herausforderung. Ist ein Terrorist. Aber verstanden haben sie nicht. Spion, er zweifelt. Bald wissen wir Bescheid. Ich führe. Und niemand feuert ohne meinen Befehl. Wenn der Konvoi da draußen ist, wollen wir sie nicht verschrecken. Machen wir es richtig. Schön, wie schmutzig hinten die Rückenteile sind. So ein bisschen benutzt halt. Finde ich gut. Wird erledigt. Bereit machen zum Start. Schön, schön, schön. Ach, ist das schön. Oh. Ja, geilo. Geht das mit VR-Brille auch? Beginne Startvorbereitung. Pilot,
und starte deine Cockpit-Systeme. Wie mache ich das? Bestätigt. Y. Okay. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Ist, glaube ich, ein großer Fehler, aber... sowas spielt sich bestimmt mit Pads oder mit Joystick besser. Boah. Das ist schon geil. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem Jäger. Jawohl. Wie starte ich? Portalsensor läuft und online. Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Wie denn? Wie leite ich den Schub? Sag das doch. Oh, oh. Oh. Das ist aber irgendwie komisch. Der Rest der Flotte ist zurück von Manister. Genug Unterstützung, um uns mit diesem Konvoi der Sympathisanten. Da muss ich dran gewöhnen, glaube ich. Schub ein bisschen wegnehmen, genau. Oh! Ich muss auch. Warte mal ganz kurz, ich muss was anderes kalibrieren. Steuerung. Bam, 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 bam. Steuerung will ich hin haben. Bam, 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 bam. Ich weiß auch gar nicht, was das hier ganze bedeutet. Ich habe vorhin die ganze Zeit gewartet. Er ist nur bei 83% gewesen. Maximum. Und dachte ich, okay, fange ich mal mit der Aufnahme an. Ich will die Maussteuerung, also die Maussensibilisierung. Aber ich finde das jetzt hier nicht. Ah, da, Maus. Empfindlichkeit ist schon sehr gering. Komm, noch ein bisschen geringer. Oh, ich bin das noch nicht ganz gewohnt hier irgendwie. Oh, ho, 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 ho. Ich bin gerade noch ein bisschen überfordert. Ich muss mich erstmal hier reinspielen. Wo müssen wir denn hin? In Bewegung bleiben. Wir wollen keine Zusammenstöße. Ja. Ich kann das Ding kaum ruhig halten hier. A und D rollen. Das kriege ich hin. Vergisst man schnell, wie groß unsere Sternenzerstörer wirklich sind. Ja, sind schön. Ich habe einmal gelesen, da sind irgendwie zwischen 10.000 bis 50.000 Leute drauf, Besatzung. Vorsicht, die Schilde können uns nichts anhaben, doch so nah am Schiffsrumpf sollten wir gut aufpassen. Okay. Sie haben recht, Sir. Es ist toll, wieder wie früher zu fliegen. Wie fliegt? Es gibt etwas sehr Offensichtliches an einem TIE-Jäger. Unsere Feinde wissen, was ihnen blüht. Mhm. Ah, das Ding rechts, das, was ich gerade anvisiere, ist cool. Das sind quasi Trägerschiffe. Die gab es bei Star Wars Armada, glaube ich, als Modell. Ja, genau, da sieht man es gerade, dass die Teils da rauskommen. Ich weiß noch nicht, wie ich hier kämpfen kann mit dem Ding. Besser hier als später auf dem Schlachtfeld. Halbe Geschwindigkeit. Man hat diesen. Die Triebwerke sind heiß genug, um einen Teil zu verdampfen. Okay. Ich kannte einige Draufgänger, die das auf die harte Tour erfahren haben. Geht das wirklich? Manche testen im Teil ihre Grenzen aus, doch manchmal sind es die Grenzen, die einen testen. Das wäre cool, wenn man das auch im Spiel hatte, dass es wirklich dann Schaden gibt. Aber man sieht den Schild. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich den Schild sehe. Dieses blaue Schimmern gerade. Das ist cool. Wurde bei Star Wars irgendwie auch nie richtig erklärt, aber... also ich glaube, in Computerspielen oder Büchern auf jeden Fall, aber... Gut,
Ich glaube, in dem Film nicht. Die Flotte ist in gutem Zustand. Schön. Kann ich mir irgendwie... Nee, frei gucken kann ich nicht. Unser Gosanti-Transport bereit ist. Helix-Staffel, begebt euch zum Gosanti und dockt für den Hyperraumsprung an. Oh. Verstanden. Hyperraumsprung. Ich muss erstmal zu euch kommen. Stoppe unter dem Gosanti, damit die Verriegelung schließen. Stoppen. Bin ich richtig so? Noch näher ran, okay. Geil, du kannst die Flugsteuerung über das Menü intervenieren und anpassen. Helix-Staffel angedockt und bereit für Hyperraumsprung. Geil. Helix, wir haben Unterstützung, doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Das sind so Mini-Transporter. Wir kommen dem Imperium nicht nochmal. Maximum 4 Dinger kommen ran. Geil. Geil. Aber Kaffee ist alle. Schlecht. Die sehen ja scheiße aus. Darum werden sie gleich zerschossen. Ich weiß aber nicht, ich glaube, das ist ein Transporter einfach, der 4 Teils transportieren kann. Weil die können ja nicht springen. Das ist der Vorteil, glaube ich, von den X-Wing. Foster Haven. Wahrscheinlich der abgeschiedenste Handelsposten in diesem Sektor. Es ist nur ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wo ist denn der Captain? Ich sehe nicht. Wenn die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig, wie sie behaupten. Ich muss ihn wieder visieren. Ich finde auch... Dieses Cockpit, das ist schön gemacht. Wie aus dem Film. Diese Anzeige von dem anderen visierten Flugobjekt, so leicht verpixelt, wie man es früher aus dem Film kennt. Und Truppentransporter unten von den Rebellen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Kampagne geht. Aber ich glaube, nicht lang. Bestimmt mit Rebellen 10 Stunden, wenn überhaupt. Was schon mal schade ist, dass das Spiel so fertig ist. Es kommen keine DLCs wohl raus, hat der Entwickler gesagt. Und es wird auch nicht mehr weiter dran gearbeitet. Also Patches gibt es zwar schon, aber es kommen keine neuen Maps raus für die Multiplayer. Keine weiteren Schiffe. Aber vielleicht, wenn das Spiel erfolgreich ist, ändern sie sich die Meinung vielleicht. Ich hoffe es. Imperium bereithalten für sofortige Inspektion. Und hier ist der Stationsleiter von Foster Haven. Hören Sie auf, meine Kunden zu belästigen. Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Weitermachen, Pilot. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Deinen Frontalsensor. Er erkennt potenzielle Ziele. Okay. Ziele in der Mitte des Sensors befinden sich direkt vor dir. Ja, was soll ich jetzt machen? Nicht irgendwo gegenfliegen. Verstehe nicht, worauf er hinaus will. Soll ich jetzt was anvisieren, die Schiffe kontrollieren oder was? Warte mal, suchen wir so ein Schiffchen. Da ist einer. Den visieren wir jetzt mal an. Und nu? Pilot, inspiziere zuerst dieses Schiff. Welches? Achso. Ah, endlich. Um ein unbekanntes Schiff oder ein Objekt zu scannen, blicke es an, tippe T, um es als Ziel zu erfassen. Nähere dich anschließend, der Scan beginnt automatisch. Und weniger als 1000 Meter. Das sind doch mal Infos, mit denen ich arbeiten kann.
Ich hoffe, wir finden das Rebellenpack, dieses Terroristenpack. Bisschen langsamer werden. Fracht verifiziert. Gut. Keine Flüchtlinge an Bord. Also. Gut. Prüfe jetzt das nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahm nur das Schiff nicht. Hat er wieder ein anderes für mich hervorgesehen? Verstehe nicht. Soll ich jetzt selber suchen? Ach, das war dahinter. Verifiziert. Keine Anzeichen für Herkunft aus Aldera. Weitersuchen. Also beschlagnahmt ihr mein Schiff nicht? Nein. Ein Schiff versucht zu fliehen vor einer einfachen Inspektion. Wir sollten ihnen ein paar Manieren beibringen. Ja. Waffensysteme hochfahren. Wie mache ich das? Okay, automatisch. Erfasse es mit den Sensoren und feuere eine kurze Salve, um es zu beschädigen. Okay. Wenn Sie nach... Ich habe mich mal ausreden lassen, schon gefeuert. Ohohohohoho! Ladung Gewürze. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. Aha! F, um zwischen Zielen zu wechseln, okay. Achso! Ui! Helix-Staffel zerstört die Geschütze. Unter Beschuss können wir nicht suchen. Hier draußen schießt niemand, ohne mit Gegenbeschuss zu rechnen. Sogar das Imperium sollte das wissen. Ich weiß nicht, ob ich da hinfliegen soll, aber... um Energie auf deine Laser umzuleiten, dadurch... was? Zwei, um deine Energie auf deine Laser umzuleiten. Dadurch laden sich die schneller auf und richten mehr Schaden an. Okay. Machen wir doch. Was ist meine Reichweite zum Feuern? Ziel zerstört. Ah, da ist noch mehr. Oh, ich bin schlecht. Ah, den habe ich übersehen. Wo ist das nächste Ziel? Auto-Target, Mann. Auto-Target. Oh. Es spielt sich nicht so flüssig. Es liegt wahrscheinlich einmal. Der Fehler ist definitiv. Maustastatur ist scheiße. Ist einfach so. Fehlerfassung ist sinnlos. Ich weiß noch gar nicht, wie ich denn Raumschiffe zerstören soll, ey. So schlecht wie ich steuere. Vier ist Ausgleich. Captain James, ich glaube, ich habe die Flüchtlinge aufgespürt. Ja. Sind auf dem Weg. Pilot, wir nach. Bisschen wie bei Elite Dangerous. So Energie vermitteln und stärken finde ich cool. Folgetür. Achso, die ist gar nicht. Die ist hinter mir. Ist sie das? Nee, ist sie nicht. Was ist sie denn? Wir sind so viele TIE-Jäger. Ah, jetzt habe ich dich. Wir haben Feindaktivität. Wir
dem Radar. Nein! Nimm das, ihr kleinen Wichser! Bin dabei. Wo sind sie? Wow! Du sagst es. Rumpf reparieren. Ich wusste gar nicht, was für ein Rumpf kaputt ist. Achso, da sehe ich das. Sie sind tot. Ziel wurde zerstört. Die Hälfte der Rebellen ist vernichtet. Feindliche Schilde. Einige Sternjäger, wie zum Beispiel der X-Flügler oder X-Wing, besitzen regenerierende Schilde. Du musst zunächst die Schilde zerstören. Ja, ist schon klar. Ziele ein wenig vor das Ziel. Ja, ist schon klar. Mach ich aber nicht. So. Hä? Habe ich das Ziel nicht zerstört? Also sie sind ja auch sehr nett, was das, Oh, ich kann diese... Oh, fuck you! Wo ist er? Er ist tot, okay. Mal an das Gebäude vorbeifliegen hier. Oh! Machen wir doch. Mit ihnen beschäftigen wir uns später, Stationsleiter. Ihr greift meine Station und Kunden an und beschuldigt mich, imperiale Verbrecher. Ich hoffe, ich muss da nicht irgendwo ausweichen, weil ich bin ganz schlecht. Da, der Konvoi. Feuer bereit machen. Bin feuerbereit. Ei! Nein! Alle Systeme sind ausgefallen. Das waren die Ionenraketen. Wo zur Hölle kamen die her? Von hinten! Entschuldige, Teresa. Ich wusste es. Was aus dem Imperium geworden ist. Du Verräterschwein! Sir, Linden, was sagen Sie da? Dass es mir egal ist, wer den Befehl erteilt hat. Ich diene nicht, um unschuldige Flüchtlinge zu verletzen. Und wenn deren Schutz mich zu einem Rebellen macht, dann sei es so. Du bist kein Rebell, du bist ein Terrorist. Pilot, versuch die Abschaltung zu umgehen. Wie mache ich das? Drücke wiederholt eine beliebige Taste. Verdammt! Ja! Folge dem Verräter! Wo ist er denn? Lieutenant Carol an die Vigilance. Captain Javes hilft der Rebellion. Senden Sie unverzüglich Unterstützung. Bestimmt hinter mir. So, wo ist er? Scheiß Verräterschwein. Zurück zur Mission? Ach, der ist vor mir. Hä? Aber... Entschuldigung, ich dachte, der Schuss war da von hinten. Definitiv. Wieso soll ich ihn nach... Der war doch nicht vor mir, oder? Nee, du bist hier meine Freundin. Vorgesetzte. Was willst du? Ja, Baby, ich flieg einen TIE Fighter. Ja, im Hintergrund wird gerade unsere Kleine gewickelt. Drücke 1, um Energie auf die Triebwerke. Ah, also 2 Waffen, 1 Energie. Und was ist dann 3? Frontschilde? Es würde nicht so weit kommen. Oh, 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 oh. Ui, Bremsen. Rückwärtsgang. Scheiße. Oh! Ah! Komm. Mission ist fehlgeschlagen. Oh oh. Wir müssen einen kurzen Break machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Eine kleine Pause gemacht. Kaffee auch geholt. Und das ist das Gute bei Videos. Da kann man schneiden.
So, und ich muss einen Fehler gestehen. Ich hatte vorhin gemeint mit dem Aliens, nicht Aquarianer. Die gibt es bei Star Wars nicht. Die gibt es bei Star Trek und gehören zu den Sindis. Ist eine Rasse von den Sindis, die haben mehrere. Und die, die ich meinte, waren Mon Calamari. Ne? Generell Akbar und Co. Und Schwierigkeitsgrad habe ich gerade auch nochmal auf Story-Modus geändert. Weil die Steuerung hier mit Maus und Tastatur ist doch eher fragwürdig, meines Erachtens nach. Also, ich muss es mal mit dem Pad testen. Ansonsten muss ich meinen verstaubten Joystick und Hebel mal rausholen. Damit sollte es auf jeden Fall besser gehen. Somit habe ich Elite Dangerous 100 bis 200 Stunden lang gespielt. Erfolgreich. So, laden wir mal. Kaffee ist noch heiß. Zu heiß zum Trinken. Und oh! Ja. Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Oh, das ist... Raketen, Vorsicht! Man kann das Ding kaum ruhig halten. Ich muss mal Gas geben. Und sie fliegt auch noch davor, ja? Ich muss Gas geben. Keine Zeit für Erklärungen. Raus aus dem Tunnel. Könntest arbeite dran. Zerstört ihn. Nein. Was ist passiert? Okay, ich bin rausgekommen, oder? Soll das so sein? Der hat einen coolen Jäger. Ich weiß gar nicht, was das für einer war. Yeah! Was ist nun los? Nein, ich muss einen Terroristen spielen! Okay, machen wir. Ich glaube, die Anzockrunde wird ein bisschen länger dauern als sonst. So. Ah, das sieht auch nett aus. Das sieht auch nett aus. Das sieht nett aus. Okay, Notsignal. Verstehe nichts. Wer bist du? Akbar! Konnten Sie die Quelle des Notsignals ermitteln, Admiral? Hoffentlich. Du musst wahrscheinlich improvisieren. Halte deine Staffel gut in Schuss. Verstanden, Sir. Echo, bereit machen für Systemcheck. Geh auf Position, Staffel zu mir. Jawohl. Das nennt ihr also gemütlich. Ach, die Geschwindigkeit ist links. Roger. Oh, der Sound ist gut. Wenn der Gas gibt, so. Das fehlt mir beim TIE Fighter irgendwie ein bisschen, so ein bisschen, Ja, Schub habe ich verstanden. Energie, ja, Management. Das sieht man da besser, ja. Eins für Triebwerke. Gegen einen Sternenzerstörer brauchen wir Wendigkeit. Schnell ja. Und agil, verstanden. Das ist genau das, was ich nicht kann. Ich kenne das eher mit Bugs. Schild ist 3. Überprüfe Schilde. Genau, eine Weile werden wir durchhalten müssen. Ein 4 Ausgleich, okay. Oh, das war F4, ups. Systemcheck fertig. Information. Jawohl. Information. Echo-Anführer. Echo 5, bereit. Bin
an deiner Seite. Echo irgendwas bereit. Wer wenig Raketen hat, sollte jetzt Nachschub besorgen. Raketen? Munition gibt's dort beim U-Flügler. Was ist denn ein U-Flügler? Sammle Nachschub. Wo ist denn ein U-Flügler? Was ist denn ein U-Flügler? Halt, stopp! Jetzt rede ich. Wo ist denn? Du brauchst Raketen, Echo 4. Flieg zu dem U-Flügler und hol Nachschub. Echo 4. Ah, ein U-Flügler ist das und das ist ein Turbin und das ist gefährlich. Wuhuhuhu, hot ist es, hot. Renn doch nicht weg, Junge. Ach, die schmeißt er. Die schmeißt er einfach ab, oder was? Cool. Ja. Ach stimmt, die können ja Hyperantrieb. Brauchen keine Trägerschiffe. Die Imperialen schlafen nicht. Sollten wir auch nicht. Da müssen wir drin stoppen, ne? Gut, dann Kaffee. Was ist jetzt los? Gut. Und jetzt gleich in so ein Gefecht rein, das wäre echt geil. Admiral, wir sind da. Ja, nur ist der Konvoi ziemlich weit weg. Und der Feind versperrt uns den Weg. Echo-Staffel, leitet alle Energie in die Triebwerke, fliegt unter den Sternenzerstörer und wartet auf mein Signal. Ist zwar riskant. Aber wenn wir nah an den Sternenzerstörer fliegen, sollten wir sicher auf die andere Seite kommen. Oh, wir können Boost machen. Wo ist mein Anführer überhaupt? Jetzt zündet alle Schubdüsen. Motherfucker! Wow! Scheiße! Was ist los? Was tut ihr? Nein! Echo 4! Ich musste mal besser hinterher fliegen. Admiral, wir sind da. Ja, nur ist der Konvoi ziemlich weit weg. Und der Feind versperrt uns den Weg. Echo-Staffel, leitet alle Energie in die Triebwerke, fliegt unter den Sternenzerstörer und wartet auf mein Signal. Ist zwar riskant, aber wenn wir nah an den Sternenzerstörer fliegen, sollten wir sicher auf die andere Seite kommen. Okay. Ich flieg mal so, wie ihr fliegt. Also, ich weiß jetzt nicht, ich bin, glaube ich, zu schnell und zu weit geflogen. Und zu sehr Harakiri. Vielleicht kennt ihr eine coole Stelle, wo es, langsam. Oh. Wartet. Was habe ich da vorhin gemacht? Ja. Ich bin zu lahm. Ich sehe nichts. Wo sind sie denn? Glück hat jemand meinen Notruf empfangen. Ich konnte die Details nicht länger abschütteln. Hallo, Verräter. Wer sind Sie? Ein Überläufer? Wenn es nach mir geht, nennen Sie mich Linden. Ich erkläre alles später. Pilot, hilf mir, diese Jäger zurückzudrängen. Echo 4, der Quasar kommt später. Nimm die Thais ins Visier. Das sind welche Thais? Es sind überall Thais. Es sind Thais. Oh, cool. Oh, cool. Das hört sich gut an.
Oh, wie im Film. Au, er rammt nicht, du kleine Drecksau. Oh, die Raketen finde ich cool. Alles cool. Brauch ein nächstes Ziel. Wow, Motherfucker. Wo muss ich denn hin, Mann? Da. Geh mal von aus, oder? Hebe ich auf für die großen Schiffe. Ich brauche Ziel. Yeah. Oh, ich nehme mich. Ah, komm, komm, komm zurück, du. Komm mal zu mir. Nein, bleib doch hier. Geh doch nicht weg. Oh, wo sind die denn? Danke für die Rückendeckung. Bitte. Aua, 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 aua. Oh, da war der. Das war die Hälfte. Weiter so. Und dann gehen wir ausgleichen wieder. So. Ich muss ja mal hier wieder finden hier. Woo! Da ist er, da ist er, da ist er, dieser Saftsack. Ah, wo ist denn. Wo ist er? Alter, es gibt hier einfach zu viele. Sack. So, wo ist der nächste Sack? Es tut mir leid, dass ich auf euch schieße. Ich mag euch. Es tut mir leid. Danke. Irgendwer schießt immer noch auf mich. Also wissen, Auto zielen ist auch drin, ne? Weil ich schieße eigentlich normalerweise echt übel daneben hier. Okay. Das geht ja einfach. Da fliegt einfach jemand hin und sagt, oh, ich will überlaufen. Und die Rebellen, oh ja, komm her. Sei unser bester Freund. Ein bisschen dumm. Ich würde ihn erstmal nicht trauen. Ein Quasar kommt auf den Konvoi zu. Und wahrscheinlich randvoll mit Verstärkung. Erledigt die Thais. Oh. Okay. Information. Ah, ich hätte auf Schub gehen können, ne? Echo 2 hat es erwischt. Echo, Verstärkung ist eingetroffen. Nein, es ist ja kaputt gegangen. Was? Halbe Geschwindigkeit. Ja, ist schon klar. Was? Um halbe Geschwindigkeit abzudrehen, zu bremsen, zu verwenden. Ja. Ich muss erstmal gucken, wo hier die ganzen... Ich unterstütze dich, Anführer. Ah, wo ist er denn? Komm her. Boah, so ein ganzer Sack davon. Da brauchst du nur reinballern und triffst schon. Weil die so nah aber eng beieinander fliegen hier. Geil. Das waren alle Teile. Ja. Na dann los, Leute. Der Quasar muss weg. Wo ist er denn? Genau der, den ich will. Raketen! Warum gehen die Raketen nicht? Schieß die Raketen, Junge! Nee, ich hab ihn nicht kaputt gemacht. Oh. Das sollte reichen. Fürs Erste. Ja, warte nochmal. Machen wir das Beste draus. Zerbricht er richtig. Sind dran. Admiral, ich weiß, wie die imperiale Flotte operiert.
Ich weiß, dass Sie genau in diesem Moment Ihre Großkampfschiffe für einen Angriff vorbereiten. Wir brauchen Unterstützung. Sicher, ich schicke die restliche Echo-Staffel mit allen verfügbaren Ressourcen. Cool, das ist ein anderer Jäger, der sich gerade mir angeschlossen hat. Das finde ich cool. Wir blicken direkt in die Geschütze. Keine Angst, unsere Flotte ist auf dem Weg. Tja, nicht schnell genug. Die Flotte ist in Position. Echo-Staffel sichert den Konvoi, während das Flaggschiff die Vigilance angreift. Überlass das uns. Moment. Das Imperium schickt einen Raider, um den Konvoi abzufangen. Wir müssen den Raider ausschalten. Wo ist er denn? Mir nach. Fast in Reichweite. Ja, ist schon klar. Wo ist er? Ah. Ihre Schilde werden schwächer. Der Raider muss sich auf uns konzentrieren, nicht auf den Konvoi. Flieger einen erneuten Angriff. Ich auch. Der Raider hat keine Schilde mehr. Sie versuchen Schutz von den Großkampfschiffen. Ah, ich hätte die Raketen jetzt schießen sollen. Das ist unsere Chance. Jetzt. Ah, ist schon kaputt. Ich werde die Raketen nicht los. Der Raider ist Geschichte. Gute Arbeit. Was nun? Echo, dieser Konvoi muss an eine sichere Position. Rüber auf die andere Seite des MC-80. Sorry. Fregatte erledigt. Flüchtlingskonvoi. Wir haben keine Zeit. Wir müssen euch hier rausbringen. Sind bereit für Lichtgeschwindigkeitssprung. Okay. Der Sternenzerstörer überwacht alle möglichen Vektoren. Sie können euch immer noch finden. Pilot, es ist riskant. Doch wenn wir das Zielerfassungssystem der Vigilance zerstören, verliert das Imperium womöglich die Spur des Konvois. Moment mal, ihr wollt zu zweit den Sternenzerstörer angreifen? Echt? Wollen wir das? Oh, er trifft ja! Muss ich da jetzt schon hin? Wo ist denn Captain Jarvis? Wo ist er denn? Captain Verräter. Er kennt doch bestimmt einen Schwachpunkt. Wo ist er? Ich kann eure Flotte die Schilde unten halten. Schlagt hier zu. Wir können die Zielerfassung der Vigilance zerstören. Es ist besser, mobil zu bleiben. Angreifen, bewegen, erneut angreifen. Ja. Oh, reparieren, da ging nichts mehr mit reparieren. Da war ich zu langsam. Scheiße. Auch weil ich diesen Idioten da so lange folgen muss. Oh, ich wollte Raketen schießen, aber es ging gerade nicht. Nee. Ich suche mein Ziel. Ach. Ja. Das habe ich vor, aber das Ding zerfickt mich. Wow. Willst du mich verarschen? Wie soll ich das Ding kaputt machen? Hoffentlich kann eure Flotte die Schilde unten halten. Schlagt hier zu. Wir können die Zielerfassung der Vigilance zerstören. Warum gehen die Raketen nicht? Gleich geschafft. Weiter feuern. Nee, jetzt mal einmal Schilde und bin erstmal wieder weg. So, was sagt mein Schiff überhaupt hier? Echt? Was habe ich geschafft? Okay. Wir müssen weg hier. Los, Energie. Wir haben der Rebellenallianz viel zu verdanken.
Alle Schiffe bereit machen für Lichtgeschwindigkeit. Terroristen Akbar. Jetzt verstehe ich das auch erst. Alu Akbar, ne? Oder so. Wir alle wählen unseren Pfad, hell oder dunkel. Ja, Lea. Freiheit oder Zerstörung. Das Imperium vernichtete Alderaan, um Furcht zu verbreiten und die Feuer der Rebellion zu löschen. Doch die heldenhaften Piloten der Rebellenallianz entschieden sich für den Kampf, um dem Imperium zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Ihr Mut beendete Palpatines Herrschaft und ermöglichte die Gründung der neuen Republik. Obwohl es zersplitterte, lebt das Imperium weiter. In diesem Moment steuern imperiale Streitkräfte auf den Bormea-Sektor zu. Sie wollen unsere neue Republik zerschmettern, bevor wir Halt finden. Während ihr Imperium zerbricht, versuchen sie, ihre Macht zu wahren. Doch die Galaxis ist im Wandel und ihr könnt ein Teil davon sein. Mutige und verwegene Piloten können diesen Krieg beenden. Trefft eine Entscheidung, fliegt mit der neuen Republik, verändert unsere Galaxis zum Besseren. Okay, wir haben so eine Art Einführung gespielt. Okay. Hat mir bisher gefallen. Prolog abgeschlossen. Ja. Ja. Also, bisher habe ich nichts zu meckern. Doch, meckern habe ich was. Ich habe was zu meckern. Keine Aliens zum Spielen. Wie gesagt. Und Maus und Tastatur ist Grotte. Also ich komme damit nicht so gut klar. Natürlich hat man mit Maus und Tastatur, also mit Tastatur kann man schnell, die Energieverteilung ist, funktioniert super, aber ich denke mal, mit Pad ist das auch gut. Das Steuern mit hoch und runter, das mit der Maus, das ist irgendwie, ich habe es mir auch denken können, aber war zu ungeduldig. Spiel installiert und dann denke ich mir, ja, ich kann spielen und ja, hätte mal irgendwie mal vorher ein Pad nehmen sollen oder aus der Schublade oder das andere Ding. Na, egal. Wie gesagt, bisher bin ich interessiert. Also ich habe Bock drauf. Aber ich glaube, da das schon einige YouTuber vor mir quasi publiziert haben und auch viele das jetzt spielen werden, werde ich das halt nur als angezockt Video machen. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich ein paar Mal geflucht habe. ja, also es ist definitiv ein Spiel für mich, schön mit Raumschiffen fliegen, ist einfach geil. Mehr davon, ich finde die Jungen jetzt schon schade, dass die nicht mehr davon rausbringen. Aber vielleicht ist die Kampagne so lang, dass ich danach sage, es reicht, wer weiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich will jetzt nicht noch lange ausschweifen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.